So, da sind wir doch tatsächlich wieder zurück auf dem Mars. Nicht auf der Erde, nein, immer noch auf dem Mars. Hier durch das Portal waren wir vorher in die Hölle reingekommen. Jetzt sind wir wieder zurück in den Delta Labs. Hell no longer needs that portal to enter this world. The invasion you saw was only the first wave. The Hellgate is capable of sending millions of my children into your world. Soon, the fleet from Earth will be here. And with their ships, we will bring this hell to Earth. Ja, ist ja gut. Lass mich doch mal ausreden, alter Mann. Also du behauptest, ihr braucht das Portal nicht mehr, die Hölle kommt hierher. Und dank der Schiffe, die von der Erde kommen, kommen die auch zu uns. Hier ist eine Taschenlampe, die wir da hinten auf Mars so herzlich vermischt haben. So kann man sagen. Komm ich hier raus? Jawohl. Ich habe schon wieder keine Waffen mehr. Ich korrigiere, ich habe ein paar Waffen. Das war Zufall jetzt. Okay, können wir da durch? Nein, wir müssen da wahrscheinlich da hinten, da. Drunter durch. Da, wo ich eben schon die Lampe herbekommen habe. Wahrscheinlich war die nicht umsonst da versteckt. Und der Körper hier sagt uns, dass wir immer noch vorsichtig sein müssen. Vor dem bösen Körperauseinandernehmer, der hier sein Unwesen treibt. Hier auch die Rüstung und Granaten und alles wunderbar. Das, was wir brauchen. Munition. Ist immer noch so dunkel hier, ne? Auch wenn die Hölle hier reinbrechen soll. Ja gut, die Hölle war ja auch dunkel. Ah, das klingt nicht gut. Nein. Hier ist mein Nachladen. Granate? Nein. Das klingt nach so einem großen mit Shanegun. Genau. Na, wirst du wohl. So, wunderbar. Dann klaue ich mir auch gleich mal dein Wäffchen. Hier ist, da, genau, da ist die Bay Door zu. Habe ich Muni? Nein, nur 30 Stück. Ah, das geht sogar. Da bin ich ja direkt begeistert. Na gut, nicht ganz. Ich gucke erstmal da hinten. Da war ja auch noch grün. Ah, okay, hier war ganz am Anfang das. Der ist noch weit weg. Der kriegt, der ist gar nicht mehr weit weg. Ich wollte ihm gerade hier so eine... Das war... Nein, 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 nein. Lass mich raus. Aua. Ah, ein Soul Cube. Alter, was mache ich hier eigentlich gerade? Genau, wir haben ja in der Hölle den Soul Cube bekommen. Der wird allerdings erst aktiviert, wenn wir ein paar Leute hier beseitigt haben. Dass der für uns die Arbeit machen kann, dass der die Leute aus dem Weg räumt. Hier war Munition übrigens. Und dass er uns heilt, das Leben des Gegners stiehlt, klaut, mitnimmt. Und wir, der Glückliche sind, der dieses Leben gewonnen hat. Da sind, oh, da sind ganz viele Spinnen, ganz, ganz, ganz viele. Und da ist der Cube. Und zack, pam, und wir kriegen Leben. Bei den Spinnen nicht ganz so viel, weil die selber nicht so viel haben. So, ein paar Spinnen beseitigen. Ja. Und da ist er schon wieder. Ja, komm, mach mal. Wir brauchen das Leben. Nein, da, auf den. Zack. Hallo. So. Hat er einen anderen genommen. Vielleicht habe ich keine Muni mehr. Verdammt. Nehme ich halt die Waffe. Wie viele denn noch? Mein Herr. Ja, ist ja gut. Wir können ihn gerade ganz schön oft nehmen, weil wir auch ganz viele Gegner sind. Ich glaube, also ich meine, es ist, dass man alle fünf Male, also alle fünf abgeschossene Gegner, kann man den wieder benutzen. Oder auch alle vier, weiß ich gerade nicht. Aber er ist auf jeden Fall praktisch. Weil er halt auch zielsuchend ist. Und ich gleich keine Muni mehr habe. Aua. Boah, wie viele sind denn da noch, ey? Ist ja fies. Hat sich das jetzt? Ich hoffe. Hier ist wieder so eine Ankunftsstation. Leider keine Wegmachstation. Hier ist immer noch die Brücke kaputt vom auf dem Hinweg. Und hier hinten war bisher die Schleuse zu. Hoffentlich ist die jetzt nicht mehr zu. Soul Cube ist gerade nicht mehr einsetzbar. Nein, müssen wir so uns dran vergehen. An diesen Kollegen. Na toll, jetzt ist er. Jetzt ist er da. Ist immer schön, dass der uns Bescheid sagt. Unten rechts sehen wir auch das Symbol. Dann können wir den hier auswählen. Und dann hätten wir den. Eieiei, eieiei. Eieiei. Cubi. Da. Arbeit für dich. Pam. Und man sieht, der macht auch die stärkeren Gegner mit einem Kavums
direkt auseinander. Das finde ich daran sehr sympathisch. Das hat was. Vor allem kriegen wir durch die größeren Gegner auch mehr Leben. Weil die mehr Leben haben. Ja, so ganz logisch betrachtet das Ganze. Hier ist eine Leiter. Ja, haben wir hier noch was vergessen? Nö, ich hoffe mal nicht. Wir haben jetzt gerade wieder die Plasma-Gun bekommen. Sehr schön, dass wir alles wiederkriegen. Ja, ich helfe dir doch. Nein! Nicht so. Boah, das war knapp gerade. Ich wäre fast runtergefallen und dann hätte ich niemandem mehr helfen können. Dann hätte man nur noch mir helfen können. Obwohl nicht mal das. Keiner kann mir helfen. Nicht mal die Leute von der Erde, weil die immer noch weit weg sind. Hoffe ich zumindest, damit die Hölle nicht direkt zu ihnen kommt. Hallöchen. Wie beseitigen wir den denn? So? Hep. Hep. Nein, nicht ganz. Hier haben wir gar nichts mehr. Hier haben wir ein bisschen was. Ich lade einfach mal nach. Man weiß ja nie. Wir haben jetzt die schöne... Na, wo ist sie denn? Lass mal gern. Da haben wir ein paar Schuss. Obwohl, für den mache ich gerne die Chain Gun hier. Weil er uns gleich neue davon geben wird. Ich weiß gar nicht, ob wir hier schon mal waren. Hier ist auf jeden Fall zu. Hier leuchtet es einfach nur aus Spaß an der Freude. Wahrscheinlich ein Anhänger des Lichts, diese Lampe. War das der? Nein, der hatte eine Waffe. Und wir haben wieder unsere Schrotflinte. Die ist gerade so beseitigt. Ah, wunderbar. Das wollte ich haben. Hier auch noch was? Nö. Oder? Nein. Schade. Aber Munition ist gerade echt ganz praktisch. Wir haben hier noch nicht ganz so viel. Hier haben wir konkret 6 Schuss. Das ist, ja, nicht sehr viel. Ach, das, was wir gerade aufgenommen haben, das waren für die... Aua. Nein. Ach, nö. Oh, Mann. Ich hätte gern wieder den Cube aufgeladen. Aber hier hinter war doch noch was. Nein, war es nicht. Hier war noch was. Wunderbar. Wir müssen nämlich schauen, dass wir hier die Sachen wieder zu einem ansehnlichen Arsenal zusammensammeln, damit wir uns auch ein bisschen wehren können. Sonst können wir schlecht überleben, wenn die Hölle hier auf den Mars kommt. Weil es wird ja nicht einfacher hier. Hallöchen. Ja, bleib einfach stehen, dann kann ich dich besser treffen. Schnell weg. Au. So ein blöder Penner. Wann habe ich denn das letzte Mal gespeichert, oder? Quick Save. Habe ich den einfach mal Penner genannt? Wow, ich Fiesling. Okay, das passt schon. Wunderbar. Dann hätte ich gerne hier Grenades. Granaten. Granatin. Und schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Verdammt, ich hätte übers Geländer springen sollen. Okay, also ganz viele Granaten auf den schmeißen. Ohne wir rennen eben weg. Beseitigen den anderen da, der da von der Seite anschlawinert kommt. Und dann nutzen wir den Cube gegen den Zauber-Heini. Wir können ja mal gucken. Der kommt da. Hep, alles klar. Lass mich runter. So, genau. Und jetzt da oben hin. Auf ihn. Wunderbar. Und ich sag doch, das gibt viel Leben. Wir haben volles Leben fast bekommen, wenn er uns nicht gehauen hätte. Das lohnt sich doch. Dafür gibt es hier wahrscheinlich weniger Health Packs. Da muss man ein bisschen gucken, dass man ein bisschen haushalten kann. Mit seinem schönen Kübchen. Mein Kübelein. Oh. Ventilator. Schatten. Ein Kabel. So, ein Fahrstuhl. Dann fahre ich damit mal stuhlstracks nach unten. Hallöchen. Na, hier ist wieder was versteckt. Nein. Ja, Muni, nicht sehr viel, aber immerhin ein bisschen. Hier ist immer noch nichts. Auch das Regal ist ganz schön leer. Dafür steht hier der ganze andere Krams voll. Was ist denn das für eine Ordnung hier? Sag mal. Hier muss man jetzt ein bisschen... Das klingt nicht gut. Hallo.
Ach, okay. Machen wir so. Pam. Siehst du mal. So geht das nämlich auch, ne? Auch mit Nahkampf kann man Fernkampf bekämpfen. Ja. Hier auch nochmal schauen. Da können wir weiter. Hier ist natürlich nichts zu holen. Natürlich. Habe ich doch mit gerechnet. Genau. Hallo. Hier ist zu, ne? Hier ist aber Leben. Nee, ist nicht. Warum ist da kein Leben? Frechheit. Können wir hier noch was holen? Nein. Ist hier noch was? Wahrscheinlich können wir hier runter. Nein. Verarschen? Ich dachte, der wäre rot. Okay. Gehen wir zur Delta Authority. Hallo, ist schon wieder ein bisschen rötlich hier, ne? So ein bisschen maßlichtig. Wir sind dabei noch. Doch, da ist. Da sind Fenster. Ist hier noch was? Nein. Waren wir hier schon mal? Da hinten war zu, das konnte ich sehen. Wahrscheinlich müssen wir da trotzdem lang. Nein, wir müssen hier lang. Wir können ja probieren, ob es da trotzdem geht. Nö. Wieder hier drauf. Ah, unser lieber Kollege Sworn. Still alive? Ja. Looks like you might be on your own. Sarge is gone. They've got to him. I don't know how long he's been working against us. He's no longer human. Campbell went after him. He's got to be stopped. Hell is breaking through in the caverns. If that portal isn't closed before those ships arrive, Earth will be destroyed. Earth. That's what they've always wanted. They were there once. Lost it in the dawn of time. Now it's so close. They can taste it. It's up to you now. Take my PDA, it's got what you need. Good luck. Alles klar, Kumpel. Schönes Leben noch. Nein, natürlich nicht. Also ihr meint, wir sind die letzte Hoffnung. Wir sollen das Portal ausschalten, bevor die Leute von der Erde herkommen. Das hoffe ich allerdings auch, dass es klappt. Wir haben seinen PDA. Das heißt, wir haben Zugang zu einigen weiteren Räumen hier. Und ich glaube, das brauchen wir auch. So wie es hier aussieht, sieht es nicht schön aus. Kommen wir hier durch? Nein, kommen wir nicht. Will ich eigentlich auch gar nicht rein, wenn man es so genau nimmt. Ich kann ja immer noch hier hinterschauen. Nein, hier ist nichts. Hier wollte ich gerne rein, aber hier ist zu. Und in den Kisten ist auch nicht viel drin. Oder ich habe das gerade schon mitgenommen und weiß davon nichts mehr. Kann ja auch sein. Oder kann man das hier, kann man auch nichts anschalten? Muss ich halt zurückgehen? Oder wie sieht das aus? Kann ich damit jetzt da rein? Ne, der ist ja kaputt. Ja. Wo kann ich denn da hin? Da stelle ich mich gerade nur ein bisschen blöd an. Kann man hier nochmal rein? Wir gehen mal nach unten, gucken da nochmal. Da war ja noch eine Tür. Vielleicht hilft das ja da unten. Da ist jetzt grün. Ja, wunderbar. Leben ist hier trotzdem keins, aber wir haben hier noch einigermaßen viel. Ah, nee. Moment. Hier kamen wir ja her. Aber müssen wir ganz zurück? Ich weiß gerade nicht. Ich meine, eine PDA-Tür gab es hier nicht. Ich glaube, ich stelle mich gerade ein bisschen doof an. Ja, hallo. Zweite Ebene. Ich glaube, hier ist nichts. Oder war da noch eine Tür, wo man nicht rein kann? Ich will jetzt auch nicht ganz zurückrennen. Wo kann ich eigentlich schon machen? Ich habe hier sonst keine Ahnung gerade. Die andere Tür dahin war nämlich nicht fern zu kontrollen. Hallo? Hallo? Ach Mann. Nein, also hier nicht. Schade. Ach, haben wir einen kleinen Ausflug gemacht. War hier noch was? Nö, aus ein paar Körperteile. Sollte man auch immer dabei haben. So ein Ersatzteil. Aber ich glaube, da haben wir gerade keinen Platz mehr für. Wir müssen schon so viele Waffen tragen. Hier war auch nichts. Nein, nein. Sprinten können wir auch nicht mehr, keine Ausdauer mehr. Da unten war auch nichts. Die gehen wir halt wieder hoch. Nützt ja nichts, ne? Gucken wir, wie wir weiterkommen. Vielleicht können wir nochmal mit dem Kerl reden.